Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, Feige war wieder da. Ihr habt euch ja ein Auspackvideo gewünscht. Ja, fangen wir mal an. Hier haben wir aber Jung-Heinrich Ladegeräte. Die habe ich jetzt noch hier außen. Die muss ich noch reinschleppen. Und ein Lindhaus Staubsauger komplett. Was das ist hier? Ein kleines Ladegerät. Sag mal, kleiner Stelltraber oder was? Steht aber defekt drauf. Okay, den nehmen wir gleich mal mit. Da kann ich gleich mal gucken, was da ist. Dann haben wir hier noch eine Auflagematte. Hier ist, glaube ich, noch ein Staubsauger. Jawohl. Und hier noch ein Staubsauger. Die werde ich mir aber extra dann mal angucken, ob die gehen, was damit ist und so. Und noch ein kleiner Vorwerk ist das, ne? Teppicherfrischer. 5 Euro. Teurer so ein Ding. Und ne, wir haben noch mehr. Da haben wir noch bei der letzten Lieferung, ich weiß gar nicht, ob ich den gezeigt habe. Und hier ist auch noch ein Monitor. Und eine Tastatur. Das war es dann erstmal. Der Rest, den habe ich schon reingeschleppt. Das nehme ich gleich mal mit. Bis gleich. So, das klatschen wir jetzt noch irgendwo dazwischen. Und zwar hat der liebe Frank mir ein Paket geschickt. Vielen lieben Dank schon mal. Und diesmal weiß ich nicht, was drin ist. Also Bastelzeug, glaube ich. Ah, ich sehe schon Leckerli. Ah ja, das Buch. Stimmt. ABC von Thyristor und Triag. Das ist gut, Digga. Da habe ich Triag und da habe ich ein bisschen Defizit. Sehr gut, aber warte mal, da ist doch noch eins. Nein. Da sind doch zwei. Über eins hat man ja geredet. Ohne Momente. Genau, hier, Fachkunde für Funkenmechaniker. Da ist auch noch ein bisschen was. Und was haben wir hier noch? Ist ein bisschen älteres. Deutsche Wirkung, Berechnung, Selbstbau, Netz und Klein. Hm. Das ist RM. Das ist doch Reichsmarke oder was auch nicht, oder? Herbert Kunze. Steht ja nicht da, von wann das ist. Druckfehlerberichtigung, okay. Guck mal, da steht es vielleicht hinten. RM, das ist doch Reichsmarke. Na ja, gut, das ist jetzt mega eine alte Werbung von damals. Ne? Irgendwie, ich sehe gerade kein Datum. Na ja, gut, ja, gehen wir mal weiter. Dann haben wir ein paar Leckerlis. Eieieiei. Dankeschön. Und was haben wir hier? Kabelbinder. Das ist auch geil. Hier auch nochmal, oder was? Ja! Das ist so schön, vor allen Dingen kleine. Ne, kann man immer gebrauchen, ein bisschen Kabel festtüdeln und so, du weißt Bescheid. Was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir Flachstecker. Was mit drin? Achso, das ist eine andere Tüte. Schöne Dings. Flachsteckerhülse, was ist das? Oh, Ringkerne. Huch. Und was hier noch? Oh, großer Schrumpfschlauch. Ja, moin. Ah, lol. Ja, moin, da kann ich ja Leitung verlegen. Krass, cool. Danke, das ist bestimmt ja für 8650 schon passend, ne? Sieht bald so aus, du. Warte mal, das teste ich mal. Passt. Oh, das ist schön, du. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, mein Guter. Ich hoffe, keine Ahnung, vielleicht brauchst du ja mal irgendwas. Sag auf jeden Fall Bescheid. Wir haben ja auch ein bisschen was im NBN-Lager. Siehst du das dann im Auspackvideo? Und ach, wir haben einen Haufen Zeug. Einfach mal fragen, wenn du was brauchst. Ne? Jo, vielen lieben Dank. Tschüssi. So, da sind wir wieder in der Bude. Gucken wir mal als allererstes hier einen kleinen Dewald-Koffer. Da ist, soweit ich mich erinnern kann, genau Bohrer und Gewindeschneider und so ein Zeug. Ein bisschen Kleinstkram, sag ich mal. Ich glaube, die wäre selber behalten. Ist ganz cool. Die tun wir gleich mal hier beiseite. Dann hat er Feige, wo er auf dem Schrott war, hat er die Dinger gesehen hier. Und was ist das? 140 Watt. Sag schon. Ringkerntrafo, ne? Zwei Stück. Die, da geht schon was, ne? Die kosten ordentlich Kohle, die Dinger. 140 Watt maximal. Na gut, das ist nicht so. Aber einmal im Freien, ne? Also da. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Dann noch ein Schraubenzieher. Da haben wir mal. Oh, ich euch unterschlage. Hier ist auch noch einer. Den wollte ich schon dünner andrehen, der wollte ihn aber nicht haben.
Voll gut, die kommen in meine Bastelecke. Du weißt ja, bei mir ist Schraubenzieher-Mangel. Wahrscheinlich liegen die deswegen nur drinnen. Was haben wir hier noch? Hier sind ein paar Kabel, das habe ich mal schon so ein bisschen auf den Haufen gehauen. Hier ist noch irgendein Schlauchanschluss für irgendwas. Keine Ahnung. Da muss ich den Falco noch mal fragen, vielleicht weiß der das. Ja, die Kabel gedöns, was haben wir denn hier? Druckerkabel. Ja, warte mal, ich schwenke mal ein bisschen runter, dass ihr das seht. Das ist einfach nur ein Haufen Kabel. Was haben wir hier noch? So kleine Verbinderlies sind das, glaube ich. Also, das kann ich ja mal zu Werkzeug hin tun. Das wird wahrscheinlich hier USB-Hub sein, oder? Ah, so ein Kartenlesegerät. USB 2.0 von Hama. Ja, und noch ein paar Kabel. Ich denke, das wird ja vom Ladefix werden, das die Kabel sein. Das ist bestimmt irgendwo noch ein Ladefix. Hier sind auch noch, ich würde mal sagen, DDR-Labornetzteilkabel. Da habe ich auch mittlerweile auch schon genug vom Falco. Mal gucken, ob ich da mal eins noch... Die Kabellage habe ich jetzt einfach mal beiseite, das ist nicht ganz so interessant. Sind da USB-Kabel noch dabei und bliblablub. So, gucken wir mal weiter. Hier ist irgendwo. Was? Samsung. Ein. Ja, das ist bestimmt so ein E-Bike-Akku, ne? Fahrrad-Akku. Beim Entfernen des Siegels erlischt die Garantie. Oh nein. Ja, gut, Garantie wird er eh nicht mehr haben. Ist hier noch was? Nee. Activated by Samsung SDI. Na ja, gut, im Zweifel können wir auf jeden Fall die Akkus gebrauchen. Was ist denn das? 360 Wattstunden. Na ja, gut. Ist jetzt nicht der Burner, also vom Fahrrad, aber geht. Ne? Was haben wir hier? Profi-Kalk PKS 2000 plus X, oder? Ha, plus X. Und dann immer Strom rein und hier geht eine Schleife rein oder was? 1,5 Watt. Oder mal Kilohertz, verschiedene Kilohertz. Mode Automatik. Hat da ja eine Ahnung, was das ist? Weiß ich jetzt nicht, was ist. Würde ich jetzt mal auf den Haufen testen bzw. Unerklärliches. Ja, schau das jetzt einfach mal hier rüber. So, dann haben wir noch einen Blazy-Controller. Defekt. Da hat die Hülle hier kaputt. Das ist aber auch Akku und sind die kleinen Stellmotoren, ne? Die Vibrationsmotoren sind ganz gut. Der ist auf jeden Fall defekt, ich denke, den werden wir zerlegen. Kommt gleich. Ja, und dann verschrotten, ne? Dann haben wir noch von der letzten Lieferung, glaube ich, das Milwaukee-Ladegerät. Da steht auch drauf defekt. Das kommt gleich mal. Wahrscheinlich waren eher die Akkus defekt. Mal gucken. Das kommt auf jeden Fall auf den Haufen zum Testen bzw. Reparieren. Hier haben wir noch. Wird. 28 Volt, 3 Ampere Stunden. Wird Akku, leuchtet da was? Kann man gar nicht. Kann man gar nicht drücken. Aber hat ein Display vorne, aber drücken geht irgendwie nicht mehr. Okay, das kommt uns zum Reparieren. Die gucken wir uns erstmal an. Vielleicht können wir die. Hier ist ja noch einer. Ist genau dasselbe nochmal. Ne, macht auch nichts. Ne? Aber die können wir mal aufmachen. Vielleicht können wir die blenden und gehen wieder. Oder vielleicht ist noch irgendwas. Eine Diode kaputt oder so. Happy Brush. Ich vermute mal, das ist so ein Ladegerät für so eine elektrische Zahnbürste. Können wir da mal reingucken. Das wird nur ein Induktiv-Ladegerät sein. Was haben wir hier? Bis 12 Volt Output mit Klinke. Aquatec. Aquatec. Ja gut, das kann jetzt wieder irgendwas sein, was eventuell in der Lieferung noch kommt, ne? Aquatec, war das vielleicht irgendeine Pumpe oder irgendwas? Ah. Wobei natürlich ein 12 Volt Netzteil haben wir eigentlich genug. Ne? Was steht denn hier drauf? Auch Aquatec. Vielleicht für ein Aquarium irgendwas? Terrarium? Das werde ich mir auch zur Bastelecke legen. Wenn... Dann haben wir hier nochmal ein 12 Volt. Ach du Scheiße, das ist ja.
Handy-Ladegerät von Siemens hier. 12 und 24 Volt. Nee. Warte mal, ist das ein Kartenleser? Ach, ganz komisches Kabel. Huh. Ah, da hat's der Telefon klingelt. So, da ist noch das passende Ladegerät da dazu. Wie hat denn das überhaupt? 5 Volt, ne? Ah, Output 5 Volt. Happy Brush, hat's eh noch so ein Ding hier? Braucht das? Kann ich das gleich so machen? Na gut, egal, die Kabel haben wir jetzt. Dann hat der Falco noch einen Koffer mitgebracht. Oh, das passt ganz gut in der Kamera. Und zwar eine Schlagbohrmaschine von Budget mit Drehzahlregelung, Schlagfunktion, blablabla und sogar ein paar Bohrer mit dabei. Oh nein, einer fehlt, oder? Kann sein, dass sie falsch drin sind, ne? Na, scheint doch neuner fehlt. Aber sonst komplett, bis auf die... Oh Gott, wie nennt man das? Den Schlüssel hier zum... Bohrfutterschlüssel, oder? Bohrfutterschlüssel, glaube ich. Der fehlt. Ich habe die aber schon getestet. Wo ich meine PV-Anlage gemacht habe, habe ich die genommen, um in die Wand Löcher reinzubohren. Also die geht, die brauche ich schon nicht mehr testen. Vielleicht mal ein bisschen sauber machen und so. Und ja... Gucken, nicht schlecht auf jeden Fall, sie funktioniert. Ne? Ist jetzt keine Magen-Ding. Ach ja, hier noch von der letzten Lieferung, ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt habe. Ein Asus-Ding ist mit Prozessor. Intel Pentium. Das ist schon ein bisschen älter, ne? Den habe ich auch noch hier stehen. Mal gucken, was wir damit dann machen. Ach, hier ist aber was drin. Ja, moin, Scart of S-Video ist das, ne? Ja. Ah ne, S-Video in. AV oder S-Video in? Ja, moin. Das wäre doch was von Maiko, oder? Was ist das, so ein alten Dings hier? Plasma, oder? Ne, Rückprojektionslieder heißt das. Dann haben wir hier noch einen Ventilator. Den muss man testen. Sieht so erstmal noch gut aus. Wenn nicht, ist wahrscheinlich... Kriegen wir den auf jeden Fall wieder hin. Der kommt. Den stelle ich jetzt erstmal hier hin, der ist zu groß. Ich will gerade sagen, der kommt in die Bastelecke. So, dann haben wir hier pH- und Chlorgehalt im Messgerät. Prüfgerät Wassergüte. Hm? Das ist ja cool. Da können wir mal Chlor. pH. Achso, das kommt hier so rein. Ha, das können wir ja mal testen, ne? Darf man aber in Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr. Naja, egal. Die war da was für euch. So, was haben wir hier? 220 Volt, 12 Ampere. Bitte? Was ist denn das denn? Wie 12 Ampere? Ah, ist geschraubt. Filter vom Netz trennen. Ah, das ist ein Filter. Aber 220 Volt, 12 Ampere. Puh, das ist ein ordentlicher Filter. Ja, moin. So, dann haben wir hier, das hat mir der Falco schon gesagt, das ist eine Schlauchset für die Befüllung von Klimaanlagen. Ne? Bin ja auch, Falco bringt ab und zu mal Klimaanlagen mit. Vielleicht können wir damit hier die ein oder andere doch noch retten, ne? Mal gucken. Eine Pumpe. Pumpen hat er mir offenbar mitgegeben. Mal gucken. Das werde ich auf jeden Fall selber behalten. Um eventuell mal noch eine Klima weiter retten zu können. Hier haben wir nochmal von Sony. Was ist das? Das scheint eine Box zu sein. Ja, Box. Portable Speaker. DC in. Was ist das? 6 Volt. Wer macht denn sowas? Naja. Gut, die muss auf jeden Fall auch geprüft werden. Die kommt mit hier rüber. Das hat mal gesagt, funktioniert. Okay, gehen wir mal weiter. Was ist denn das? Ah, noch ein Radio. Auch wieder von Sony. Ah, lol. Mit dem. mit CD. Ein CD-Radio. Das ist schon ein Klassiker. Aber hier mit USB-Eingang, Audio in. Gar nicht mal so schlecht. Ne? Müssen wir natürlich auf jeden Fall auch prüfen. Also, wenn ihr hier was seht, was euch interessiert. Ja, dann meldet euch, ne? So, was haben wir denn hier noch? Digital Box.
irgendeine Boxen, kann also sein, dass jetzt hier was anderes drin ist. Da müssen wir erstmal reingucken. Okay, ist irgendein Kabel, Adapter. Sind das jetzt echt hier Boxen oder was? Ist das das? Digitalbox. Die AVZ 5800. Was ist das zum AV? Über WLAN schicken oder über LAN schicken oder was? What the fuck? Oder Quatsch, was laber ich? Über Funk. Jetzt muss man mal lesen, was hier steht. Gab's sowas? Das ist doch bestimmt ultra zerkratzt dann. Wenn ich aus dem Fernseher hätte, ich würde es mal testen. Das ist bestimmt Megatricksbild. Premium-Qualität, 5,8 GHz Sendetechnik. Das sieht noch. Was ist denn das hier? Übertragungsfrequenz. AV, okay, 8 Kanäle, bliblablub. 100 Meter bei freier Sicht, 20 bis 30 Meter im Haus. Naja, gut. Ja, moin. Habt ihr noch AV-Geräte? Das sieht schön schwach aus, ne? Okay, machen wir mal. Was haben wir hier? Ein riesen Dings, Mauspad mit Stromversorgung. Was glaube ich? Ach, hier ist ringsrum LED-Beleuchtung. Ich habe schon so ein riesen Ding. Ja, keine Ahnung. Hat da jemand Interesse dran? Es sieht noch gut aus. Es hat hier einen kleinen Kratzer, aber das glaube ich, das ist noch in Ordnung. Ja, keine Ahnung, falls jemand Interesse hat, meldet euch. So, hier haben wir, die schiebe ich jetzt einfach mal hier vor, eine Kühlbox. Oh, die ist jetzt 230 Volt oder was? Nee. Ah, hier ist ein Kabel. Das ist bestimmt. Oh nee, die ist 230 und 12 Volt oder was? Na, das ist ja geil. Die meisten sind ja nur 12 Volt bei den, ne, die kleinen hier. Okay, dann war der Deckel schon mal locker. Aber ey, das ist ja geil. Wahrscheinlich wird die auf 12 Volt schon effektiver sein, ne, als mit 230. Da muss ja hier ein Deckel mit fetter Draht drin sein. Oh ja, ist so schwer. Was steht denn hier? Kühlen. Achso. 55 Watt bei 230 Volt. Und 45 bei 12 Volt. Na gut. So, dann haben wir Power Supply. Oh, das ist aber hier irgendein spezieller Dieter. Das werde ich jetzt auch erstmal zur Seite legen, falls das jetzt hier, was weiß ich, zu der Box. Ist zu viel zu der Box? Ne. Aber ich weiß es halt nicht. Das ist schon ein bisschen ein spezieller Stecker. Das tue ich erstmal beiseite, um dann zu gucken. Was es ist, für was es ist. Ne? Was ist denn das? Flachband Dingskabel? Ja moin, HDMI Flachbandkabel. Das habe ich auch nicht gesehen. Das ist ein ganz schöner Fitz drin. Ne? Ja, aber ich krieg's alles. Ne, es geht. Ein Flachband HDMI Kabel. Habe ich auch nicht gesehen. Ha. Braucht es jemand? Ich brauche es jetzt nicht. Kommt dann in die Kabelkiste. Da machen wir hier mal einen kleinen Haufen. Beziehungsweise bevor wir hier anfangen, haben wir hier, was war das? Genau, noch ein Mischpult. Das wird glaube ich schon von der letzten Lieferung noch. Muss ich mir mal angucken, ob das alles noch funktioniert. Mal einen Audiotag machen. Außer von Hama. Audio. Was? Audio Video? Hm? Audio Video Mixer? Phone Line? CD-Video. Hä? Wie? Was willst du hier Video machen? Hä? Komisch. Okay, das muss auf jeden Fall auch getestet werden. Ist aber Audio-Krempel. Und ich habe hier hinten noch ein paar Verstärker. Immer den fetten hier. Was ist fett? Alter, so eine Kfz-Endstufe MP, warte mal, Mac Audio MP4205, 4x45 Watt und ein bisschen verschmutzt. Die müssen natürlich erstmal getestet werden, das Mischpult auch. Wie gesagt, ich habe hier noch mehr von der letzten Lieferung noch
Aktivverstärker, was muss ich noch? Ja, ich glaube, Aktivverstärker und Boxen und drei große Verstärker, HiFi-Verstärker. Ne? Die habe ich euch aber, glaube ich, schon mal gezeigt. Bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen, die mal zu testen. Und falls die funktionieren, dann können wir die natürlich gleich verkaufen. So, dann Stromkabel. Die kommen extra. Achso, bevor ich jetzt alles zubau, genau, irgendwas müssen wir noch machen. Und zwar die Kiste hier. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen zappiger Set vor. Schon einfach mal raus. PC-Netzteile. Die habe ich schon mal ein bisschen sortiert. Kai, das ist hier deine Arbeit für den nächsten Besuch. Die packe ich extra, weil ich habe jetzt auch, wir haben ja genug. Ne? Die können wir dann wieder auffüllen. Okay, was ist das? ICY-Box. Das ist gut, wie gesagt, da muss ich eben gucken. USB-C? Was ist denn das? Oh nein! Das ist für Power Delivery. Hat das 19 Volt? Das hat 19 Volt! Uiuiui, das könnte ich doch für meinen Lötkolben. Okay, das sag ich mir ein. Für meinen Lötkolben, da brauche ich nämlich Power Delivery. Ich glaube 19 Volt. Oh, das ist auch schön. Ich glaube, da hat Falco an mich gedacht, das hatte ich nämlich mal gesagt, dass ich das von Lötkolben benötige. Was haben wir hier? Mini, oh, Flachband, was ist jetzt hier los? Alles Flachbandkabel. Flachband, Dings hier, Internetkabel. Was ist das, wenn du durchs Fenster legen willst oder was? Das kommt hierhin mit. So, dann haben wir ein Laptop-Netzteil, Delta Electronics, das ist so ein allgemeines. Da brauchen wir jetzt nicht großartig gucken. Wie gesagt, ich schaffe das jetzt alles noch nicht raus, weil ich eben gesagt nicht weiß, ob ich die Dinger jetzt noch für irgendein Gerät brauche. Ach so, genau, hier sind ja auch noch ein paar Sachen. Und zwar Logitech, auch wieder so eine transportable Box. Oder ich weiß nicht, ob die jetzt mit Akku ist. Warte mal, steht das drauf? Ne, ich glaube, das ist nur ein Radio. Ich weiß es jetzt nicht. Geht's noch an? Ne. Ne, noch so ein Radio haben wir hier. Dazu habe ich hier auch schon 2-3 Adapter schon beiseite gelegt beim Herräumen. Wie gesagt, die tue ich jetzt hier hin, weil ich nicht weiß, ob das jetzt für das Radio ist, für die Sony-Box, für das oder das. Oh, oh, oh. Das war nicht gut. So, dann haben wir hier noch von ReefQuest auch wieder ein transportables Radio. DC steht aber jetzt auch wieder nicht von Akku. Ich glaube, das ist einfach nur. Huch. Ich glaube, das ist einfach nur. Okay, hier könnte man jetzt hier so eine Batterie reinmachen, dass es 5 Minuten das Display angeht und dann sagt, geht nicht mehr. Ne? Gut, das packe ich jetzt alles zur Seite. Dann haben wir hier noch eine Antenne. Über sowas, ich weiß nicht, was das ist, mit Weiterführung oder so, Klinke. Und Eingang ist, ja, also Antennenkabel, ne? Keine Ahnung, für was das ist. Oh, hier ist ja noch mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das haue ich jetzt erstmal hier rüber. Ne? Dann haben wir noch AV-Kabel. Das kommt hier zum Fernsehkabel. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, für was das war. Multifunktionscooling, keine Ahnung, ich weiß nicht, für was das ist. Vielleicht für Controllerladen oder irgendwas, keine Ahnung, steht ja nicht weiter drauf. Da muss ich mal noch gucken, beziehungsweise recherchieren. Dann haben wir noch einen guten alten Plattenspieler. Oh, da kann ich gleich draufstellen. Und zwar von, wo ist er? Opal. Okay, hier ist der Fuß unten, fällt schon mal rein, der auch. Okay, hier ist irgendwas. Der muss auf jeden Fall auch repariert werden. Und dann noch einen, was ist das, Sony. Oh Gott, der ist schwer. Was hat denn der, wie was? Steht das hier irgendwo? Wahrscheinlich, steht nicht drauf. Was? Hä?
Steht echt nicht drauf. TA4519R. Also entweder sehe ich jetzt gerade nicht. Oder steht echt nicht drauf, keine Ahnung. Aber eigentlich steht es auch nicht drauf. Ne, müssen wir das auch testen, wie gesagt, da mache ich extra mal einen kompletten Audiotag. So, hier geht's dann weiter. Genau, hier ist auch noch ein Netzteil. Das mache ich dann, wenn ich die alle teste. Gucken wir, welche Netzteile passen und welche nicht. Uiuiui. Dann haben wir hier noch einen Kompressor im Koffer. Den habe ich tatsächlich schon benutzt, um bei unserem Ausgleichsgefäß wieder Luft aufzupumpen. Motorleistung 0,35 kW, 0,5 PS. 2 Ampere Stromaufnahme, ja, bla bla bla. 6 Bar Maximaldruck. Okay, aber der geht auf jeden Fall gut, den habe ich schon getestet. Hab, wie gesagt, damit uns das Ausgleichsgefäß aufgepumpt. So, dann haben wir noch ein paar Grafikkarten, die habe ich schon vorher. Achso, ne, warte mal, hier noch ein Kabel. Verlängerung Audio. Cinch. Und eine Grafikkarte Gainward. Ich denke mal, das sind die, was der Feige gemeint hat, hier so 10, 20 Euro Kartoffeln. Hier auch noch mal eine, das steht jetzt gar nicht drauf. Mal gucken. Made in China. Nee, Nvidia. Hey, das ist sogar eine Nvidia. Ach hier. P1310. Auch so eine Kartoffel. Ja, die sind gut als Testgrafikkarte oder WSW ist eine Grafikkarte, die funktioniert. Dann haben wir hier noch von dem Galaxy S5 einen Akku. Das sieht sogar noch neu aus oder war der schon draußen? Alter Akku. Gewechselt 2019. Ah, ist ein alter. Dann, was ist das? Ein Abzweiger Kfz, also für Kfz, also normale Kabel Abzweiger. Nvidia Quattro. Okay. Warte mal, das sind doch die Renderkarten, oder? Da muss ich mal gucken. Da haben wir noch eine Festplatte von Seagate. Das war 500 GB. Also hier so eine alte Kartoffel. Ne? Aber 7200 und eine Western Digital mit 500 GB. Die sehen auch noch gut aus. Kann ich wieder eine für meinen Speicher, für die Videos und allen möglichen Krempel benutzen. Dann haben wir noch eine Grafikkarte. Da weiß ich jetzt nicht, was das ist hier. FC Modell V220. Hm. Produkt of China. Ja gut, das ist schon ein bisschen älter. Hat aber schon HDMI, ne? Vielleicht. Da muss ich dann mal hier Google Lens befragen oder irgendeinen Service einfach abfotografieren und dann mal gucken, ob man was findet. Ne? Das sieht machen. Abgeschnittenes Netzkabel. Das kommt auf dem extra Haufen. Ich habe mir das haben wir nämlich schon sediert. Lenovo Netzteil. Okay. Das Netzteil. Das wird jetzt hier. Lenovo habe ich jetzt ja nichts gelesen. Das heißt, das kommt dann schon ins Lager. Das haben wir hier. Blau. Das wird ein Druckerkabel sein, oder? Jo. USB-Druckerkabel. Ja, ich hau die USB-Kabel jetzt mal hier hin, weil ich nicht zu viel Zeit rauben. Ein Kaltgeräte-Stromversorgung haben wir hier in der Uhr. Das mache ich jetzt nach dem Video. Ich falte das jetzt nicht alles zusammen. Das wird dann zu uninteressant für euch. Hier haben wir noch ein Netzteil. Da müssen wir auch mal gucken. Das ist aus der Werkstatt. Guck. Fuji Siemens. Fuji Siemens hatten wir aber jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Gut, das habe ich jetzt. Ich werde die doch mal alle hier liegen lassen. Vielleicht hat es ja irgendein Gerät, kann man die vielleicht noch zweckentfremden.
Huyutu? Hab ich das richtig gelesen? Huyutu, würde ich sagen. Switching Adapter, das könnte nämlich jetzt hier schon für so irgendein Radio sein. Gehen wir gleich mal hier hin. Oh nein! Ein Garmin Nüvi! Da haben wir auch noch ein paar, ne? Oh, was hier? Ein Handy? Hier haben wir noch ein Handy mit zerkratztem Display. Samsung Duos. Okay. Mal gucken, da können wir aber mal gucken, was noch wert ist. Das Display könnte man ja wechseln. Der Hammer, da habe ich einen Kollegen, der das macht. Was ist das? USB-Handyhalter. Naja. Das ist aber schon USB-C, ne? Oh, der ist aber straff, du. Naja, gut, das ist. Aber schon USB-C, das ist gar nicht mehr so. Achso, USB haben wir gesagt, kommt hier hinter. So, dann irgendein Netzteil, Power Supply, 12 Volt, total versüfft. Ein TomTom Navi, haben wir schon wieder zwei Navis. Stromversorgung, du, das sieht aus wie von dem E-Radio. Nee, von der Kühlbox. Was laber ich? Das ist bestimmt von der Kühlbox, pass mal auf. Zack. Das lassen wir gleich hängen. Ich glaube, das ist das Richtige von der Kühlbox. Sieht fast aus wie normales, ist es aber nicht. SATA-Kabel kommt mit hier hin zu euch. Dann kommt hier. Guten Tag. Machst mal das? USB auf irgendwas total Verrücktes. USB haben wir gesagt, kommt einmal. Was ist das denn? Pumpe oder was? 12 Volt, nein. Luftdruck. Das ist eine elektrische Gebläsepumpe. Ah, ey, weißt du, für was das ist? Das ist doch bestimmt hier, um die Luftmatratzen aufzublasen, oder? Oh, mit 12 Volt. Ha, guck mal, mit 12 Volt. Ja. Die kommt hier in die Ecke. Ich habe hier die ganzen Pumpen, die der Felge mitgebracht hat. Habe ich mal hier in der Ecke getan. War ja, da wird der Döner was passen. Nein! Noch ein Navi. Das ist beschädigt schon nur der Aufkleber. Nö, ist nur der Aufkleber. Und zwar ein TomTom. Brauche ich mal ein Navi. Muss ich ja schon testen. Hier ein Adapter auf altes USB. Mit Kfz 12 Volt, das können wir mit zum USB. Das ist. Was ist das? Oh! Für HD. Oh! 3,5 und 2,5 HDD Adapter für Festplatten. Das ist schön. Den behalte ich. Da kann ich ja dann damit auch die Festplatten testen. Jetzt habe ich einen Schreck gekriegt, dass ich gar nicht auf Aufnahme geklickt habe. USB-Port 4.0. Das wird aber hoffentlich auch noch gehen. Ja, die Adapter, wie gesagt, Stromadapter, die haue ich jetzt einfach mal beiseite. Die gucke ich mir dann später an. Hier ist nochmal irgendwas TomTom. Das ist wahrscheinlich die Stromversorgung von dem Dings hier, Navi. Ach ja, Mann, dann haben wir Mini-Taschenlampe und ein Haufen PC-Lüfter sind jetzt hier. Oh, ein Fahrradlicht, Sigma, guck mal. Oh, das kann ich doch Mittelrand basteln, Feigo, ans Fahrrad, das ist gut. Das sind Lampen. Ah ne, das ist ein Mikro, Silvercrest. Aber das ist aber nicht das Mikro, was du mir schon mal mitgebracht hast, oder? Das ist wieder ein anderes. Das ist noch eins, guck mal. Dasselbe, oder? Silvercrest. Ach, guck mal, die sehen doch echt gut aus. Was ist das? Was ist das? Eine Kamera oder was? Sieht aus wie eine kleine Kamera. Und noch ein Handy. Oh, mit Spider-App Microsoft Handy. Das typisch will keiner mehr. Das wird in die ewigen Jagdgründe kommen.
Und nochmal ein Samsung auch mit Display kaputt und. Okay, hier wurde schon mal geöffnet. Wahrscheinlich Akku aufgebläht, ne? Na, auf jeden Fall wollte hier schon mal jemand reparieren. Hat noch nicht ganz geklappt. Schade. Hier haben wir noch nicht sein. Na, 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 du bleibst hier. Was ist das? USB-Kabelchen. Und was ist das? Ach, so eine Vape hier. Hm. Und damit? Keine Ahnung. So, dann haben wir noch zwei USB-Sticks. Beziehungsweise, das sieht aus wie ein Empfänger. Bufalt. Und hier noch ein USB-Stick. Das habe ich hier mal zum Computer gelümpert. Dann haben wir hier drinnen noch zwei leere A-Batterien und eine Handvoll PC. Handvoll WC-Lüfter, die du jetzt habt ihr ja gesehen, vorsichtig wieder einräumen. Und ja, die kommen dann raus. So, hier geht's mit Staubsaugern weiter. Der Falco, ihr habt ja draußen gesehen, hat ja ein paar Staubsauger mitgebracht, beziehungsweise hat bei sich auch ein bisschen ausgemistet. Und ich habe mir jetzt einen riesen Karton gemacht für Staubsauger-Equipment, weil wir öfters mal Staubsauger finden. Und ja, wenn dann eben der Schlauch fehlt, haben wir ihn eben da. Das heißt, die werden eingelagert. Das ist irgendeine Lichterkette, 230 Volt. Mag ich nicht so, den Schatz. Dann haben wir hier wieder Kaltgerätekabel, das kommt hier hin. Und Asia Power Devices. Ach, das könnte wie gesagt, das ist ein Radio. Das ist ja schlimm, das habe ich jetzt 5000 Mal gesagt. Switching Adapter. Dann haben wir hier noch irgendwas. Kann ja schon ein Ladegerät hier von unserem Handy sein. Nochmal Kaltgeräte ein bisschen kürzer. Das ist wohl nicht verkehrt. Das hier Steckdosenleiste. Aber ein bisschen versifft. 3 Euro. Was? 3 Euro kostet so ein Ding? Ganz schön teuer. Oh. Die sieht aber nicht mehr so gut aus. Da hat schon ein bisschen der Zahn der Zeit dran genagt, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir eine fette Steckdosenleiste. Das ist natürlich, die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Guck mal, da ist schon schwarz drin. Ich hoffe, man sieht das. Seht ihr das? Ne? Weil die meisten, die klemmen dann hier sonst was an, ihr dürft halt ja trotzdem nur dort maximal, weiß ich nicht, was kann die 2000 Watt oder irgend sowas, ne? Mehr dürft ihr da nicht anklemmen. Dann hier wieder Schlauch für Dings, was ist das? Dann haben wir eben ein Powerbank QC3.0 out. Was ist ein QC bei einer Powerbank? Ist das auch schon hier Power? Aber das ist doch eigentlich Power Delivery, oder? So, was ist denn das hier für ein Kasten? Ach, eine Waage oder was? Lö. Ja, eine Waage. Die sieht aber komisch aus. Von Tupperware ist die. Das ist eine originale Tupperware. Ja, moin. Und ein kleiner Karton. Ach übrigens, für die, die jetzt noch dabei sind, die sind ja der Hardcore-Zuschauer. Ihr seht ja, ne, viel Krempel. Was muss ich jetzt, schreibt der noch, Mensch, hier das Handy, ich brauch das, braucht zwei Bauteile raus oder die Kamera oder irgendwas. Falls ihr Kartons habt, oh, ich kann mal ein bisschen höher machen. Oder? Also so gerade so kleine Kartons, ne? Also wenn ihr da eine Menge habt und ihr wart bereit, mir den Versand hier von so einem Karton zuzuschicken mit Haufen kleinen Kartons drin, das wäre mega cool. Also falls da jemand irgendwie an eine Quelle kommt, ich sage jetzt mal hier so die Größe an Kartons, extremer Mangel bei uns. Also große Kartons Hammer, ne? Aber bei kleinen Kartons, guck mal, jetzt ist hier wieder so ein Starthilfekabel,
Du wieder die Nase? Was abgebrochen oder komplett defekt ist? Das letzte Mal habe ich das ja komplett geschlachtet. Ich werde das diesmal so machen, vielleicht ist ja die andere Dings noch da. Ich lasse das mal zusammen, Leute, weil guck mal, das ist niegelnagelneu. Das ist nicht eben, vielleicht eben mal benutzt, oder? Warte mal, hat es Brandstellen? Nein, Verschluss. Wahrscheinlich ist da mal einer. Ah, doch. Nee, das ist Dreck. Oder? Ah, nee, das ist noch neu. Wahrscheinlich bloß mal runtergeflogen, die Klemme hier abgeflogen und haben die das weggeschmissen. Ja, das tue ich diesmal nicht zerlegen, weil eventuell wird der Feige wieder mal sowas finden. Oh, was haben wir hier noch? Und dann kann ich vielleicht, passt dann, dann haben wir wieder einen ganz 19er und 18er Ratschenschlüssel. Okay, da kommt die Werkstatt. So, ah, guck an, hier ist nämlich schon noch ein Staubsauger. Hier haben wir noch ein Ladegerät oder irgendwas. AC Power, 12 Volt, 3 Ampere. Ja, ich denke, die meisten 12 Volt Dinger werden für die Radios sein hier. Dann noch eine, was ist denn das? JVC Remote Control. Receiver JVC. Habe ich gar keinen, aber ich habe ja eine Receiver-Sammlung. Irgendwann muss ich mal Receiver-AV-Test machen. Siehst, der kommt hier mit auf den Haufen. So, dann haben wir noch zwei Staubsaugerstangen. Kommen wir ja langsam zum Ende. Dann unten noch hier so eine Aufnahme. Wie gesagt, da muss ich aber selber dann erstmal durchgucken, was da ist. Dann noch. Da wäre er hier. Trockenbau gesaugt. Schweinerei. Gleich weggehauen danach. Naja, aber so gar nicht mal so dumm, ne? Brauchst du Schaufel machen. Auch gut. So, wir finden das ja immer gut, ne? Hier haben wir so eine kleine Bürste noch. Gib mal die Gewürze dem. Hier ist noch Staub sogar drin, ich hol den gleich raus. Beafon. Das ist Handy. Das nehmen wir mal hier rüber. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kabellage mit weißen, schwarzen Kabel. Und schon der Aufkleber, schon gebrochen. Der Aufkleber, gewillt und eingerissen schon. Ne? Das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Wenn es richtig schön heiß wird, dann funktioniert es ja auch. Ne? So klar. So, hier ist auch nochmal ein. Das sieht aber aus wie Bosch Siemens. Ne? Auch nochmal ein Schläuchle. Und last but not least, was ist das für einer? Steht da ein Name drauf? Haben es nicht getraut, das drauf zu schreiben. Topmatic, oh nein, da ist er noch voll Dreck. Topmatic, hier ist so ein Zyklon-Dieter. Den müssen wir natürlich auch testen. Und dann, ja, wir haben nur noch eins mit Staubsauger da. Falls jemand einen Staubsauger braucht, sagt mal Bescheid. Ansonsten war es das jetzt. Ich hoffe, ich habe euch nichts unterschlagen von der Lieferung. Aber ich glaube, da. Ah, nee, warte, hier ist noch was. Ach so, ja, genau, das auch noch. Das weiß ich gar nicht, was es ist. Was ist das jetzt? Achso, zusammengeklebt. Und zwar sind das so Kanalleisten oder irgendwas, aber schon mit irgendwas ausgeschnitten. Hm. Ich weiß nicht, ob da für was das. Am Ende ist es für das Ding oder was? Nee. Hätte ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall zwei Stück mitgebracht. Weiß ich nicht, für was die sind. Wobei der untere hier, das sind. Achso, das eben mal mit ausgeschnitten und eine Blende ist noch dazu. Oh, ne, dann passt doch. Das ist eh ein Kabelkanal. Oh, den kann ich. Das werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen. Und dann haben wir Falco noch, weiß ich nicht, wo die wieder her hat, ne? So Altherrenschuhe nenne ich das jetzt mal. Ein paar. Was haben die für eine Größe? 46, Alter. Ja, moin. Machen wir jetzt zum Schuhhändler. Ja, wenn eurem Opa was Liebes tun wollt, ja, und da Plattfüße hat mit Größe 46, schreibt mich an. Wisst ihr nicht, was ich mit dem Ding will, ne? Dann haben wir hier noch, das ist ein das ist 46 und ein Usulatsch. Die sind auch neu, ne? Gofa. Keine Ahnung. Gut, dann müssen wir gucken. Ist jetzt nicht ganz so mein Stil. Ja. Gut, das war's jetzt aber, glaube ich. Den Rest. Ach ja, und dann hat Falco noch. Gut, da kann ich dir euch ja meinen zeigen. Falco hat nochmal so einen. Genau denselben nochmal für den Döner mitgebracht.
Ich denke mir, da darf ich vielleicht ein Video machen, da geht der Akku nicht mehr so richtig, da gucken wir dann zusammen. Eventuell, ey, wenn ich es schaffe, ihr seht hier Berge, ne? Hier Astral, wir müssen nur die Ruder mal testen, den Krempel, das müssen wir auch mal machen. Ich räume jetzt hier mal ein bisschen Tag noch und ja, wir sehen uns in dem nächsten Video wahrscheinlich bei irgendeiner Reparaturschen oder so, ne?